Einschalten der Fernbedienung. Schalter steht auf Vorwärtsgang. Einschalten des Fahrzeugs. Da es sich um eine 2-4-Anlage handelt, Binden des Fahrzeugs. Nun lege ich den Hebel um auf Rückwärtsgang. Rückwärtsgang ist eingeschaltet. Hebel wieder umlegen auf Vorwärtsgang. Vorwärtsgang ist eingeschaltet. Die Kontroll-LED zeigt, wann der Vorgang abgeschlossen ist. Es sollte nicht zu schnell geschaltet werden, da im Mittelpunkt der Null des Schalters erkannt werden muss.